So, 3 Minuten Fahrzeit vom letzten Video. Guten Tag miteinander. Ich stehe noch auf dem Bahnsteig. Oh, da gongt sogar etwas. Wenn man sich hier die Kamera mal festschrauben lassen würde, dann könnte ich dazu auch mehr erzählen. Nee, sie will nicht. Gut, dann nehmen wir es mal erstmal in die Hand. Und marschieren so dahin. Habe ich den Zoom noch drin? So. Im letzten Film in Sirt war es kaum möglich, was zu erzählen. Da waren so viele Leute. Oh, da kommt schon wieder was. Ich versuche das so halbwegs ruhig zu halten. Das Stativ hat heute den letzten Einsatztag und verweigert hier halb seinen Dienst. Aber ist es denn? So, und jetzt sollte ich einen Moment Zeit haben, das hier mal halbwegs einzurichten. Pleiten, Pech und Pannen. Also, wir sind 2 Haltestellen weitergefahren. An diesem 21. Juli 2021 sind jetzt im Gebiet von Köln-Rodenkirchen an der Haltestelle Siegstraße. Daher habe ich den Bahnübergang jetzt auch einfach mal so benannt, obwohl er hier als BÜ02A beschriftet ist. Immer noch Infrastruktur der HGK, Häfen und Güterbahn Köln. Und sozusagen das Verkehrsunternehmen hier ist die KVB, die Kölner Verkehrsbetriebe. Die Linie 16 von denen fährt hier lang. Die fährt zwischen Köln-Niel und Bonn-Bad Godesberg. Über die Kölner Innenstadt, Rodenkirchen, Sürth, Wesseling und die Bonner City. Fährt hier alle 10 Minuten bis Sürth und dann alle 20 weiter bis Bonn-Bad Godesberg, soll sich aber auch nochmal ändern. Beziehungsweise ist jetzt, glaube ich, im Berufsverkehr auch schon so. Und zu morgens zwischen 7 und 10 und nachmittags zwischen 15.30 Uhr und 20 Uhr fährt zusätzlich die Linie 17, die kürzeste Stadtbahnlinie in Köln, zwischen Severinstraße und Sürth. Die fährt nur mit Einfachtraktion. Triebwagen, die Linie 16 in Doppeltraktion. Mit der müssen wir uns jetzt hier sozusagen begnügen. Es ist jetzt 14 Uhr. Ist okay. Ja, Lichtzeichen, sozusagen Vollschranke, die hier diesen kleinen Überweg hier sichert, um von der einen Seite auf die andere zu kommen. Hat interessanterweise einen E-Gong verbaut bekommen. Der große Überweg, den wir zuletzt in Sürth gesehen haben, hat das nicht. Vielleicht gerade deswegen, weil hier nur Fußgänger sind. Ich weiß es nicht. Und ja, da schauen wir uns jetzt heute noch mal ein paar Stadtbahnen an, bevor wir dann beim nächsten Mal wieder im DB-Netz unterwegs sein werden. Das Ganze auf beiden Seiten stehen Hauptsignale.
Es wird ja gefahren hier nach EBO, nach der Eisenbahnbau- und Betriebsordnung. Und daher ist er signalgesteuert. Aber die Einschaltkontakte liegen so, dass der erst sich einschaltet, wenn wirklich unmittelbar der Wagen sich nähert und nicht x Jahre vorher. Gut, also einen schönen Gruß hier aus Köln-Rodenkirchen und viel Spaß nochmal mit den nachfolgenden Stadtbahnaufnahmen. So, es ist jetzt mittlerweile die vierte Bahn hintereinander in dieselbe Richtung. Ist wohl wieder was im Unargen oder im Argen, so. Der dreht doch schon mit YouTube. Genau so ist es.
So, jetzt wird sie schon gar nicht mehr fahren gelassen. Aber es kommt jetzt was aus der anderen Seite. Ist in Sirt wohl irgendwas passiert? So, die Fahrerin ist rausgegangen und hat über so eine Art Fernsprecher, den wir ja im DB-Netz eigentlich kaum noch verwenden, Kontakt jetzt zum Fahrdienstleiter aufgenommen von der HGK. Und schwupp, darf sie fahren. So, haben wir das auch noch einmal zeigen können und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.